Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute ich heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns gleich insgesamt 6 Erfolge anschauen und dazu habe ich hier schon ein wenig gefarmt bzw. geangelt und alle diese Erfolge finden wir einmal unter Ruf, dann Dragonflights und hier haben wir dann verschiedene Sachen. Unter anderem haben wir hier den Erfolg, was lauert da unten? Da müssen wir 2 riesige Oschis beim großen Fisch, bei der großen Fischsichtung entdecken. Dann haben wir, das ist kein Fisch, da müssen wir 10 riesige Oschis bei der großen Fischsichtung entdecken. Und dann haben wir das letzte, wir werden eine größere Harpune brauchen, da müssen wir 25 Oschis entdecken. Genau, das ist das erste Achievement, was ich euch zeigen wollte, beziehungsweise ersten 3. Und dann gibt es nochmal selbiges, bloß mit einer anderen Geschichte, und zwar haben wir hier Oschis ohne Ende. Da müssen wir 10 Oschis entdecken. Das sind jetzt nicht die großen, sondern die normalen. Dann eine ganze Ladung Oschis. Da müssen wir 25 entdecken. Und das, wo ich aktuell dran bin, Oschis überall. Da müssen wir insgesamt 100 entdecken. Wie machen wir die Erfolge? Und zwar, wir brauchen erstmal eine Geschichte. Bei den Tuska müssen wir einen Ruhm von insgesamt 7 erreichen. Dann kriegen wir nämlich eine Möglichkeit, uns eine Fischerharpune zu bauen. Und die habe ich schon einmal hier im Inventar. Harpune von Iskara. Die könnt ihr euch bauen. Ich habe auch schon ein Video erstellt, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr die zusammensetzen könnt. Und wenn ihr die habt, dann müsst ihr auf eure Map gucken und schauen, wo ihr dementsprechend euer Angelloch habt. Und an diesen Angellöchern gibt es dann, die können übrigens an verschiedenen Spots sein. Also ich habe jetzt gerade hier unten eins. Hier ist eins, hier in der Lava kann auch eins sein, theoretisch. Also müsst ihr einfach gucken, wo die bei euch gerade aktiv sind. Und dann in der Nähe von diesen Angellöchern gibt es dann immer hier so eine Sichtung eines großen Oschis. Und bei diesen Teilen ist es dann so, dass wir, wenn wir reinangeln, eine Möglichkeit haben, quasi eine ominöse Muschel zu angeln. Und diese ominöse Muschel lässt dann automatisch einen Fisch spawnen. Also wenn ihr angelt und dann lootet ihr eine Muschel, dann castet ihr automatisch einen kleinen Cast. Den solltet ihr auch nicht abbrechen, sondern durchcasten lassen. Und dann fangt ihr quasi, oder ja, es scheint einfach so ein normaler Oschi. Und den könnt ihr dann mit eurer Harpune quasi an Land ziehen, ja. Das ist dieses erste Oschi-Achievement, wo man quasi die Staffelung 10, 25, 100 hat. Das sind die kleinen Oschis in Anführungszeichen. Und dann gibt es aber noch die großen Oschis. Und die kriegen wir quasi dadurch her, dass wir eine ominöse Muschel nehmen, beziehungsweise insgesamt 5 davon. Und die können wir dann reinschmeißen und dann wird ein großer Oschi, beziehungsweise gigantischer Drescher schimpfen sich die, aber das sind die großen Oschis quasi beschworen. Und ihr könnt das Ganze aber, wie ich auch, hier in der Gruppe machen, dann müsst ihr nicht großartig rumangeln, sondern einfach mit einer Gruppe dementsprechend diese Viecher immer mit der Harpune rausziehen. Und wenn ihr den nämlich lootet, könnt ihr aus dem Loot auch diese Muscheln rausziehen. Und tatsächlich geht das wesentlich schneller, das in einer Raid-Gruppe zu machen und einfach die Viecher immer nur zu looten. Wichtig auch hierbei, jetzt können wir das mal testen, wenn ich jetzt hier mal reinloot, vielleicht habe ich ja zufällig Glück und ziehe eine Muschel raus. Ah, da ist eine Muschel, ihr seht, jetzt kommt hier ein Cast. Und wenn der Cast hochgeht, dann zwar gerade auf 98, jetzt bin ich bei 99, ne? Also durch die Muschel looten, dann am besten nicht großartig bewegen, Richtung Wasser schauen und dann quasi beschwört ihr nochmal so einen riesigen Drescher. Das sind quasi die kleinen und die gigantischen Drescher sind die großen Oschis. Und ja, also wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, sucht am besten oder benutzerdefiniert irgendwas mit Lunker, das ist der englische Wort oder das englische Wort für diese Oschis. Da sind dann öfter mal Gruppen drin, die das hier machen. Und dann harponiert ihr quasi einfach nur diese Viecher die ganze Zeit, lootet die. Jedes Mal, wenn ihr eine Muschel lootet, kriegt ihr einen kleinen quasi hier dazu. Wenn ihr den, also es zählt nur, wenn ihr den selber beschwört, ne? Und wenn ihr die großen da noch haben wollt, dann müsst ihr diese Muschel nehmen und reinschmeißen. Und dann kommt ein großer Oschi oder es kommt ein Rare. Es gibt hier auch 3 verschiedene Rares, die bringen auch Iskara-Ruf. Also das ist auch ganz nett mitzunehmen. Das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Heißt, wenn dann selber angeln oder halt die Gruppe machen und dann einfach die ganze Zeit durchgehen, diese Viecher umhauen. Es sind insgesamt 6 Achievements und mehr ist es tatsächlich nicht. Es dauert eine ganze Weile. Also ich will nicht lügen, das sind ein paar Stunden, die ihr hier verbringen werdet, bis ihr die 100 Stück zusammen habt. Also das war jetzt doch eine längere Geschichte und ja, ihr merkt vielleicht, ich bin auch schon ein bisschen fertig und dementsprechend bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass ich die 100 Stück zusammen habe und hier quasi fertig bin. Ich zeige nochmal kurz auf der Map, wo wir uns befinden. Also hier
sind wir auf den Koordinaten 65, 73 in der Küste des Erwachens. Und wie gesagt, es gibt in allen Gebieten, können diese Angellöcher spawnen. Da einfach auf der Map schauen, wo ihr dieses schicke Fischsymbol habt und da könnt ihr dann das Ganze absolvieren. Gut, dann sind wir auch schon wieder am Ende mit dem kleinen Video. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.